Okay, Mann, aber dir. Nächste chaotische Runden bei Just Case 2. Ja, pass auf, wenn ich mich recht entsinne, dann haben wir zuletzt die Hauptvision freigeschalten. Nein! Und die werden wir gleich mal angreifen, dann die Song. Ja, das ist Scorpio. Bin ich Scorpio, Mann? Ja, pass auf, wo waren wir geworden? Da war's. Und die Hauptvision befindet sich dort unten. Die Hülle des Löwen. Da wollen wir hin, da die Song. Pass auf. Mach die Kiste oder die da? Schau gleich aus, foto gleich. Mit dem harten Sturm, hab ich da. Allerdings muss ich jetzt vom Berg runterkommen, warte mal. Ja, da haben wir. Achso, ein Rennen. Kann ich sie selber fahren? Der Rennen fahren wir gar nicht. Warte mal. Da ist der Glocke, da ein Bürger rum hat. Da schnappt er so. Wir suchen uns ein paar Regierungstruppen, Scorpio. Regierungstruppen sind gar nicht. Die sind drunter im Tal. Hey, halten, wir driften. Der Gute trifft zur guten Verdauung. Der geht dazu, gell? Oh, Baby! War ein guter Drift. Theoretisch könnte man natürlich auch rüberfliegen. Aber wir rasen. Eine Party, die gibt's gleich. Da vorne in der Kurve. Aber hallo. Da war ein Pfeiler. Hätte weg schon, gell? Okay? 3,4 Kilometer. Ja, da bist du. Ja, aber da, aus dem Winter bin ich raus. Da war Piste da unten, gell? Und wir schauen aus. Heute Civilization. Oh, warte mal. Attacke für die Fußstapfen. Sehr fix. Und da ist er draußen aus der Kisten. Aber, warte mal, die geht noch. Nur steig ein. Ein Mann hat das Geschütz. Dali. Mal nicht rum. Einsteigen und Vollgas. Zeit geordnet. Alle Einheiten. Komm, ich hab ein Auto. Beschützt, oder? Gib mir Gas. Das ist ein bisschen bleihaltig. Wie dir doch. Der Bulle des Vertrauens. Oben du. Der Mann von 20 Sekunden, der holt das aus. Ein Beifahrer nicht. Komm, ich steig aus. Bisschen gemeingefällig für meinen Geschmack. 2,8 Kilometer. Oh, die sitzt halt, oh Gott, in der Pampa. Alter, wir fliegen. Mit dem Fahrt nach runter geht meist immer nach hinten los. So, da unten haben wir, oh Gott, einen Stützpunkt, die werden sich brennen, wenn ich drüber kreise.
Der Colonel Young, der komme ich genommen, der dumme Hermi. Ja gut, bei harten Klingen geht, dann gleite mit da hin. Geht schon mal. Das ist die berühmte Ruhe von den Sturm. Monitontechnisch, oh Gott. Ich glaube, da sollte man noch was bestellen. Beim Hombre. Denn ohne Kugel geht doch nichts. Skopje, wie schaut's aus? Hätter Schwung brauche ich. Da Transiere runden. Bei deiner Tobi, oh Gott, was hab ich gemacht? Bei der wäre jetzt zickbig, gell? Hau dich weit. Wenn ich planschen gehe, ich nick. Hinauf in die Lüfte, hat er gemeint. Aber bumm, jetzt sind wir richtig drauf. In der berühmten Höhle des Löwen. Aber gesagt haben wir, brauchen einen Hombre. Wie kann ich dir helfen, Hombre? Ja, bitte, Kumpel. Wir benötigen Ausrüstung. Teile wie 10. So, den Ballermann habe ich. Hört das? Granaten technisch. 16 und 10 Bomben, passt schon. Damit kann ich leben gehen. Bruder, wie schaut denn aus da? Hat er sein Wohnmobil? Brauche Energie? Nee, oder? Herr Scorpio. Fit wie Dungeon. Okay, Mann. Bereit, halt bereit. Gute Arbeit, Kumpel. Brennende Städte, amoklaufende Banden und eine ausgewachsene Revolte gegen die Regierungstruppen. Und genau wie wir gehofft hatten, ist dieser Feigling Panay aus der Stadt geflohen. Und du weißt vermutlich genau, wohin. Ist alles auf deinem PDA, Kleiner. Baby Panays Versteck. Nicht mehr lange. Das wird kein Spaziergang, Rico. Du musst am Eingang der Schlucht landen und von dort am Boden vorrücken. Die Basis und der Palast sind gut gesichert. An deiner Stelle würde ich einen deiner besten Rebellenfreunde um Hilfe bitten. Na, geht klar, mein Freund. Allerdings brauche ich keine Hilfe, um diesen Zwerg zurechtzustutzen. Sorg einfach dafür, dass unser Baby für immer die Augen schließt, Rico. Wenn du fertig bist, machen wir nämlich genau das, was die Agentur am besten kann. Wir sorgen für einen kleinen Regimewechsel. Natürlich. Ich hatte ganz vergessen, dass du mehr drauf hast, als ein Stück Fleisch auf den Grill zu schmeißen. Tja, danke, Rico. Ist schön, wenn man nicht nur wegen seiner Steaks geschätzt wird. Überleg dir trotzdem gut, wen du mitnimmst. Immerhin sind die Jungs bis zum bitteren Ende bei dir.
Das ist ein Pakt mit dem Teufel, aber das bin ich ja gewohnt. Ein Regimewechsel? Ja gut, Amisult. Das können wir uns am besten, gell? Entscheide dich, Amigo. Wen magst du am liebsten? Den brutalen Ula Boy Sri? Die süße Bohle von den Reapers? Oder Don Razor von den Roaches? Du hast die Wahl. Ich hab die Wahl. Geil. Dann gehen wir. Ula Boys, nein. Wo ich die Puppe gewinnen? Bei den Reapers. Da geh mal. Krieg die Kisten noch. Da bin ich in den Eindruck. Wir singen. Hallo Baby, ich komme. Bin doch der radikale Stecker von Panau. Auf die Städte. Hol ich vor das größte Auto. Auf die flinken die Frauen. Aber sag dann, ist nicht der richtige Weg. Muss sein, oder? Du sag mal. War ich bei den Roaches oder bei den Reapers? War ich gar nicht mehr. Warte mal, zeig mir das. Nicht, gell? Eine Geheimakte. Ja gut, schalt drauf, hol mich doch. Wird schon stimmen, oder? Oh, warte mal. Okay, die Richtung gedriftet. Wir sind oben. Wo ich hinrunden gehe. Das Busseidel habe ich abgerissen. Hey, du Mopedfahrer! Du schaust aus, unten der brödelt. Ich kann's gehen. Warte mal. Wir sollten abbiegen. Da sind wir, gell? Hey Bolo Baby, schau mal her! Wo ich mir geile Kisten hab! Macht das Eindruck schon, oder? Pass auf, da noch ein bisschen abstammen. Falls was gibt. Aber warte mal, die schütten sich scharf. Alles voll, passt. Rein mit dir. Möchten Sie etwas Zuckerrohr mit mir schlagen, Scorpio? Danke für das Angebot, aber... Eigentlich Nick, wollte eigentlich mitteilen. Ich habe eine bessere Idee. Nehmen wir uns doch Baby Paneys Arsch vor. Ich habe nämlich sein Versteck gefunden. Oh ja, das ist viel besser. Zeigen Sie uns nur, wo... Endlich wird sich das Volk von Panau erheben und die Ketten seiner imperialistischen Unterdrücker abstreifen. Ist ein bisschen größer, wahnsinnig, gell? Ja, bei der Burm. Wie schön hast du? Diese Genossen stehen zu Ihrer Verfügung, Skorpion. Meine Genossen. Führen Sie sie durch die Schlucht. Bei der Ballermann, freu ich nicht. Sie müssen drei große Flugabwehrgeschütze vernichten und alle Faschisten in Ihrer Nähe töten, damit unsere Ingenieure freie Bahn haben. Sie helfen ihnen dann, das Mundtor von Baby Panay zu öffnen. Töten und vernichten. Mein Spezialgebiet. Neben Chaosstiften. Hallo Ladies. Mit der Skorpiato. Brauchst du Deckung, was soll ich mir?
Jacke kümmst. Hey, Bruder und Schwester, warte mal. Hey, das ist nicht der Brei, ohne. Eine Heilung? Warte mal. Eine Hinfolge, nimm mehr mit. Wenn er's mag. Und bumm, ist ein Auto. Scorpio, führen Sie unsere ruhmreichen Revolutionäre an. Ja, Polo. Die du Jüssi. Und? Er buttelt noch, oder was? Braucht er nicht? Nein. Jawohl! Der Blick ist blich. Sturmkommando, so wartet. Ich sieh mich kurz ab. Meine Genossen sind gefallen. Wir müssen zusammenarbeiten, um Panay zu erwischen. Sehen Sie das große Flugabwehrgeschütz? Davon gibt es drei. Und an jedem ist ein Schaltfeld angebracht, das den Zugang zu Panays Kuppel steuert. Vernichten Sie das Geschütz und töten Sie die Wachen. Wir setzen dann jeweils einen Ingenieur ab, der Ihnen mit dem Schaltfeld hilft. Und die Kisten da? Glück und Schiege. Ja, besser, wo ist heute? Ich hab nicht gepasst. War ich beschäftigt. Ein Flugabwehrgeschütz. Gut, auf wieder. Wenn die Chefin nicht sagt, dann nehmen wir das. Rücken, du fliegst gleich. Ich hab freie Schussfeld! Bei der Munition, oder? Ein bisschen was. Sag mir den großen Ballermann. Seh ich nirgends, gell? Der kommt da noch einer. Wo ist er denn? Granate. Moment, die Dollar-Button. Wobei, wo soll der geht's? Ey, halt eure Nummer, schon. Flieg auf ihn. Sichern! Warte mal da dran! Der Ballermann des Vertrauens! Den hol ich mir! Alter! Bin uns ausgeballert! Wer ist doch? Johnny Boy, du Leitige. Der Krieg ist vorbei. Alter Bumm, hinter einem Geschäft, da die Song. Jetzt werdet ihr Augen machen. Ready for Rock'n'Roll? Wobei, geh mir weg doch. Geschafft! Gut
einfacher Stecher. Wir singen. Bolo schickt Ihnen einen Ingenieur für das Schaltfeld. Moment. Gut. Der Ingenieur ist bereit, auf das Schaltfeld zuzugreifen. Der Ingenieur. Und, wo ist der? Bleibt der da, oder was? Mit dem Beschützen? Was kann er, gell? Sag da, Herr Gunner. Auf jeden Fall. Cruise du auf. Und wenn die Gondel Trauer tragen, oder ein Skorpio mit der dicken Knarre. Schießen die nicht, oder? Nicht, dass wir oberlümmeln. Zeit gesichtet! Alle verfügbaren Einheiten vorrücken! Hey, Sniper, mit du was? Seh nicht. Blutige Überdickung. Heiliger. So, da drum blinken die Goodies. Die habe ich ganz genommen. Bumm, Geduld, geh. Denn in der Geduld liegt die Kraft, hat er gesagt. Bei der Abtonung, oder? Da springen wir mehr, geh. Und den putten wir, selbstverständlich. Der letzte Flug hat er geschützt. Gewinnt sich da drum. Ein Ingenieur ist unterwegs. Der Ingenieur. Wo ist er? Der zweite Ingenieur ist vor Ort. Weiter so, Genosse. So, Genossen. Wir cruisen um. Hey, ihr Freunde! Freut euch schon, wenn ich komm? Wahrscheinlich, oder? Die springen vor Fred. Die Rückkehr der Ninjas. Oh, die Genüge. Na, die gehen wir gar nicht. Auch der dritte Ingenieur ist in Position. Die Zugangskonsole, pass auf. Geld brauchen wir. Da kriegen wir ein bisschen Munition, oder? Eine Flinte, haben wir nicht.
Und? Was hat sonst noch? Ein Kupfer für Geld, gell? So, Ballermann her. Und Lumido. Kommt wie gerufen. Energy Breikunde. Im Moment bin ich noch voll Haus. Oh, du schon. Denn Jana Jones hat sich verrennt. Also, ich werde das dumme Gefühl nicht los, dass Panay da irgendetwas aushackt. Hackt er was? Mir wurscht. Ich hab den großen Ballermann. Die Faxen treiben mich aus. Onkel Panay! Der muss das doch. Also, da kannten sie ja locker mit den Hubschrauber kommen, oder? Und kannten ballern mit den Blätten. Eine Zugangskonsole, pass auf! Der Mission musst du rein, oder? Okay, alles klar, ihr Techniker und Eierköpfe? 3, 2, 1 und los! Und Sesam öffnet sich. Der Kerl sollte öfter Zahnseide benutzen. Suchen Sie jetzt nach diesem Mistkerl Panay und erledigen Sie ihn. Okay, holen wir uns den Abgebrochenen. Hey, Panay! Der Autorin, seine Privatgemächern. Und? Wo du X hast? Also wenn man mich recht erinnert, da gibt es drin einen Boss halt, oder? Ein Kreis liegen. Weil bloß hätten wir. Also manchmal macht mich diese Stille ja fertig. Die ja, oder? Wie genauso. Aber meinen großen Ballermann, die wirf nicht ab, geh. Damit kommt mich genommen. Mein Freund und Helfer in der Not. Man ist da ein bisschen, aber da können wir schon mit. Und er traubt ein Leben lang. Kommt denn ein Hubschrauber rein, kann ich sehen? Da drunten gibt Munition, gell? Der stinkt meistens. Hey, die Kirschblüten. Riechen die gut. Onkel Panay, ich bin da.